einen jahrmäßig guten Tag wünsche ich euch bei einer weiteren Folge Road to 30 bzw. Road to Ranked. Mir ist eingefallen, ich wollte das eigentlich so nennen, aber jetzt ist auch schon egal. Jetzt ist schon hier verkackt und so. Aber hey, seien Sie dran. Also, eine nächste Folge. Und es sind zwei Leute aus der, in Anführungszeichen, Community dabei, wenn man es so nennen mag. Und zwar der Rumble, der Plopsy 00 und die Vane, Unlucky Oliver. Die haben mich halt gefragt, ob ich spielen möchte, und ich denke mir so, ja, okay, das sind dann zwei mögliche Afkala weniger, und ja, die sind wahrscheinlich auch ein bisschen besser, also sind Level 30 und sowas, man kann schon ein bisschen was erwarten. Wir spielen, haben Draftpick jetzt ausgewählt. Ich habe noch nie wirklich Draftpick gemacht, das war jetzt mein erstes Mal Draftpick, und ja, ich habe halt Lux genommen, weil Lux Main und so. Ich muss gegen eine Ori dran, ob das so gut wird, ich weiß es nicht. Ich kenne mich mit Ori nicht so aus, aber ich weiß, sie ist gerade Free-to-Play, deswegen spielt man sie deswegen öfters. Und sie ist sehr schwer zu meistern. Um eine Ori zu spielen, musst du echt gut sein. Und naja, vielleicht habe ich ja Glück und es ist voll der Ultra-Noob. Aber hey, mal gucken. Ich bin irgendwie total aufgeregt gerade. Das ist das First Match. Ich bin seit 5 Uhr wach. Wir haben jetzt schon ein bisschen später, aber... Also scheiße geschlafen, bin eigentlich ziemlich kaputt. Aber egal, ich muss doch irgendwas tun. Wir haben da Shyvana im Jungle, Rumble Top, Vayne ADC und Nautilus Support. Ist an für sich ein sehr, sehr gutes Matchup. Vor allem die Shyvana im Jungle. Und ja, jetzt kann es wieder sein, dass ich weniger... Echo? Wo ist denn dann die Ori? Ori Support oder was? Okay. Einfach nur anschauen. Oh, direkt verkackt hier. Direkt, aber instantly. Oh, ah, nee, das reicht nicht. Okay. War ein nicht so guter Trade, muss ich jetzt ehrlich mal sagen. Oha. Alter, was macht der Shaco denn hier? Oh mein Gott. Mein Leben, ey. Das hat keinen Sinn mehr. Okay. Und aufpassen, dass der Shaco immer noch hier ist. Weil wenn der Shaco noch da ist, dann, ja. Dann bin ich so dezent gefickt, aber egal. Okay, hab ihn getroffen. Das war schon mal was. Jetzt kann ich wegen dem Fest-Basten keine Lachen. Ich schwöre. Okay. Ganz ruhig. Okay. Hätte ich mehr Mana gehabt und nicht den Cooldown auf dem E, dann hätte ich ihn bekommen, aber dem ist nun mal nicht so. Und ich meine, ich kann doch nicht zurück, das ist das ja. Es geht einfach nicht. Ich kann nicht. Und ich kriege einfach keine Last Hits. Und warum? Oh, die Autotick, die wollte ich gar nicht tun, ne? Ich schwöre, die hat mich gerade... Alter. Komm schon, please. Echo 13, Tipp 6. Ohne Witz. Was sollen diese scheiß Gangs die ganze Zeit bei mir? So, jetzt muss ich Shyvana schreiben, dass ich Hilfe brauche. Ich hole mir einen zweiten Doran. Das geht gerade nicht anders. Aber kann man ja machen. In der vierten Minute. Ich warte noch auf den Heiltrank. So, und ab geht die Post hier. Ey, der Shaco, was soll das, dass er direkt meine Lanes hittet? Was soll das bitte? Das kann ich nicht tun. Oh mein Gott. Jetzt habe ich 7 CS, der Echo hat 21. Einfach wegen dem Shaco. Das ist unglaublich. Der Echo, der darf nicht fett werden. Sonst habe ich ein Riesenproblem. Und der ist einfach voll wieder, ne? Oh Gott. Ah, okay. Wenigstens ein bisschen was gerade bekommen. Ich brauche hier eventuell mal einen Gank, ne? Ich meine, wenn die Lane so übel geschützt wird von der... von dem Shaco, dann brauche ich hier auch mal ein bisschen Hilfe. Das ist schon wieder ganz toll. Ja, die
Yoshi waren das unterwegs. Das heißt, ich lasse den gerade mal ein bisschen pushen. Beziehungsweise ich muss gucken, dass ich ihn halt irgendwie gestunt bekomme oder sowas. Oder komm her! Ah! Nein, der Schecko! Ich hab ihn gekriegt! Ja! Oh mein Gott! Das war so nice! Oha! Ich muss ihn aufholen. Ich will auf jeden Fall den Kinder-Minion haben, so. Das war schon mal ganz gut. Erstmal aufpassen hier. Nein! Shyvana! Los, Shyvana, tu es! Halt mich mal zurück. Komm, yo, Bro. Hallo? Serious, Bro? Komm, das Ding hätte der jetzt auch nehmen können. Lieber noch einen Heiltrank mehr und noch keine Schuhe oder so. Der ist auch schon wieder da, okay. Warum ist der Gleich jetzt eigentlich die ganze Zeit da? Ohne Witz. So, der Echo ist... es geht. Also von den CS her ist es jetzt wieder so ein bisschen ausgeglichener wegen diesem Gank. Der war echt okay. Ich meine, Echo ist zwar nicht gestorben, aber dafür habe ich Shaco bekommen. Und Echo hat 0-0-0. Das heißt, ich bin ihm so weit schon voraus, das macht die CS wieder aus. Ja. Jetzt habe ich meine Ult. Das ist gut. Ja. Okay. Mal kurz ein bisschen abwarten. Aber eine Ori-Support, das ist richtig schlecht, weil die hat kaum CC. Die hat ein bisschen Slow, aber halt echt nicht viel. Und ich muss halt aufpassen wegen seiner Ulti jetzt auch. Das heißt, wenn ich all inne, dann ja, macht der einfach so seine Ulti, der ist wieder da. Ne? Das ist so ein bisschen das Problem, was ich habe. Das ist wahrscheinlich auch sein Plan. Deswegen werde ich nicht all in, solange er seine Ulti noch hat. Weil naja, das ist halt die Zentrum. Beziehungsweise wenn ich jetzt das spielen sollte. So, das war der Plan. Jetzt muss ich aber aufpassen, nicht dass die, nicht dass der Shaco kommt. Weil sonst habe ich wieder ein Problem. Aber meine Kills machen halt die vielen TF wieder Bett. Das ist natürlich sehr gut. So. Aber jetzt sittet der Shaco nämlich gar nicht mehr und das ist halt sehr gut für mich. Wann ist unser Blue ab? In ein paar Sekunden. Shyvana braucht halt gar keinen Blue. Guck mal, vielleicht gibt sie mir ihn, vielleicht pinkt sie mich. Wenn sie ihn haben will, ist auch okay. Gibt ihr halt schließlich auch Cooldown Reduction, ist natürlich dann hilfreich auch für jeden. Okay. Aber läuft bis jetzt? Ja, ziemlich okay, würde ich sagen. So, ich habe auch in 20 Sekunden meine Ult wieder. So, ich rechne jetzt mal mit einem Gank, deswegen passe ich etwas mehr auf. So, ich hoffe, das ist vom Sound her alles in Ordnung, weil mir ist aufgefallen, die Aram-Runde, die jetzt gestern, also wenn das Video hier kommt, gestern, also am Sonntag kam, die war etwas zu laut. Ja, aber hey. Also, wie gesagt, ich habe meine Ulti sogar schon wieder. Das ist echt cool. Weil deswegen liebe ich Lux, weil sie hatten richtig krassen Schaden, richtig gute Cooldowns. Ist halt auch sowas. Und diese Reichweite von dem E, ich liebe diese Reichweite, die ist so toll. Das war ein bisschen nicht so gut, aber hey. Bad Trades müssen auch mal gemacht werden. Jetzt muss ich aber vor dem Shaco aufpassen. Ja, der wird jetzt wahrscheinlich höchstwahrscheinlich kommen. Mein Geld reicht noch nicht für das Moralonomicon, deswegen chill ich noch mein Life ein bisschen. Ich schreck kurz was. Ich könnte einen Ward aufstellen mal. Okay. Oh mein Gott. Das war knapp. Echt, wenn Shyvana den bekommt, wäre natürlich richtig nice. Ich meine, ich kann gerade nichts mehr tun in dem Augenblick. Ist es Ende. Ich kann mir, glaube ich, Schuhe leisten. Ja, nice. Und noch zwei Heiltränke. Ja, bis jetzt läuft es total gut. Ja. 2-0-0, 41 CS zu 58. Aber da hört er einen Tod. So, er hat Schienen. Ich habe fast mehr Morellos. Ich habe Schuhe.
Was hat ihn da gepinkt? Da ist der Shaco. Der will den Pink Ward machen. Na gut, der läuft weg. Nee, muss ehrlich gesagt mal gucken, was ich machen lässt. Gut, ersetzt nur einen Ward. Dann ist ja noch alles drin. Ach komm schon. Läuft schon wieder gut, was die CS angeht. Aufnahme und Aufnahme halt. Das ist halt so das Problem. Oha, was geht auch ab? Ich glaube, das war richtig schlecht und so. Oha, da kommt der Echo. So, wenn der mir jetzt noch hilft. Hier. Oh Gott, das ist der Grave. Nein, wir müssen weg. Vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Bitte, bitte kommt zurück. Sehr riskant. Ich weiß nicht, ob ich Blue schaffen würde, sonst würde ich Blue jetzt machen. Ivana? Blue? Hallo? Okay. Dann, wenn sie nicht antwortet, dann gehe ich kurz erstmal in die Mitte. Clear da alles etwas ab. Ich habe jetzt auch meine Ult wieder. Ich frage mich, wo meine eben gelandet ist. Ob sie irgendwen oder irgendwas so andersweise getroffen hat. Aber egal. Ah, ich will noch genug Geld haben für Morello. Sonst lohnt es sich nicht zurückzugehen. Dafür brauche ich 880. Was pingen die? Ich weiß nicht, was sie gepingt haben. Das ist eine gute Frage. So, ich habe aber Shaco's unten. Okay, ja gut, nee, dann. Dann ist ja noch okay. Ich wollte jetzt gerade schon wieder sagen, ich habe einfach nur Angst vor Shaco, aber. So ist ja voll okay. Aber jetzt, ja, jetzt muss ich wieder aufpassen. Ah, aha. Da ist er. Er macht die Krabbe. Ja. Bin unterwegs. Stirb. Bitte. Oh, was macht die Shyvana? Er ist einfach hier. Hallo? Danke, 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 danke. Oh mein Gott, das war so knapp. Das war so knapp. Ich habe nur wenig im Nautilus überlebt. Richtig gut. Oh mein Gott. Ja. Läuft aber ansonsten ganz okay, würde ich sagen, bis jetzt. Oha, was läuft da? Ja, ich versuche halt zu kommen, aber ich kann halt nicht so. Die wollen den Blue machen, aber das ist mein Blue Buff. Ich würde es auch mit beiden aufnehmen, ja, doch, durchaus. Ha! Dummer Echo. So. So viel zu Lux Main, ne? Aber ist ja voll okay. Ori da unten. Ori hier so. Okay. Wenn ich mein Morellus habe, danach gehe ich halt auf Ludens Echo. Wo läuft der denn lang, der Liebe? Ach, die wollen Drake machen oder so. Okay. Ich passe hier hinten mal etwas auf. Will Unterstützung haben für den Drake. Okay. Sehr gut. Das ist auch was richtig gut. Also die Runde läuft. Läuft bisher ziemlich okay. Schuhe kann ich mir gleich auch noch leisten. Ah, hätte ich die Ult. Ja, ja. Oh, Nautilus. Oh mein Gott, er ist einfach rausgeflasht. Okay. Ich weiß nicht, wie es ausgegangen wäre, hätte ich meine Ult getroffen. Aber wahrscheinlich anders. Ich muss aufpassen, ich muss aufpassen. Ich habe nicht so viel Mana.
frisst die Lux-Reichweite. So, nee, jetzt muss ich aber mal zurück. So. Ist okay bis jetzt. Das Mana kommt halt auch mit dem Level noch ein bisschen mehr. Das ist ja normal. Ein bisschen Mobilität. Ja, ist okay. Hier ist ziemlich viel Vision, das finde ich gut. Also, das ist echt okay. Das heißt, Ganks sind auf jeden Fall schwer gut. Die Landing Phase ist halt auch schon bald zu Ende, wahrscheinlich. Ja. Oh Gott, Shyvana. Bitte ab. Den haben wir nicht bekommen. Gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Oh, da hat der Echo geultet. Hä? Wie hat er die bekommen? Minions oder was? Ich kann es gar nicht definieren. Aber ich muss weiterfahren. Ich brauche meinen Ludwig-Echo. Geht hier gar nichts. Ich könnte nach oben gehen und ganken. Also, ich muss mal roamen. Das, naja. Ach, die haben den Ward hier. Ja, okay, gut. Nee, dann ist natürlich scheiße. Sitzt er nicht da irgendwo im Busch oder so? Wenn ich ihn kriege... Ja, ich weiß, dass er da oben irgendwo drin ist. Ich weiß. Okay. Ja. Oh Gott, die Mitte. Vielleicht kommt die Shyvana ja und hilft mir. Er sieht ganz danach aus. Ich muss aber außen rumlaufen, weil sonst wissen die, dass ich sofort wieder komme. Weil die haben die Krabi. Aber war okay, der Roam nach oben. Ich habe einen Kill bekommen. Was will ich mehr? Komm, die Uri haben wir. So, ist okay. ja, ich will direkt auf die Needless die warten. Vom Geld her. Ich denke, das sollte auf jeden Fall drin sein. Aber ich weiß nicht, ich kann auch gar nicht sagen, wie ich Echo am besten finde. Ich meine, man kann Echo AP Midland oder sowas spielen. Man kann ihn auch AD Jungle spielen. Man kann ihn auch AD Top spielen, soweit ich weiß. Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Auch wenn ich sagen muss, dass mir der EP gar nicht so gut gefällt, weil, weiß ich nicht, ist irgendwie, es wirkt auf mich auch nicht so stark. Kann doch jetzt irgendwie Zufall sein oder so. Ich hab Angst, dass die hier irgendwo sitzen. Ach, da hinten sitzt einer. Ach, ich hab noch getroffen. Warum habe ich denn ein Weg geskillt? Ich wollte das gar nicht. Oh, ho, 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 ho. Ich weiß nicht, ob ich getroffen habe, aber das ist gut. Oh, die Ori. Oh, die Ori. Die Ori. Hilfe? Hab sie getroffen. Nice. Richtig gut. Good job, Vayne. Das auf jeden Fall, ja. Ja. Aber ich muss zurück. Seht mein Leben an. Ludens Echo. Ich kann mir nie das Lee kaufen. Ich könnte mal einen Dorans verkaufen. Und mir dann direkt noch den... Oh, den kann ich direkt noch auch noch kaufen, weil die einen Tower destroyed haben. Richtig gut. Läuft, würde ich mal sagen, in der Runde. Ich bin Level 12. Ich bin ahead teilweise. Ja, ich bin schon sehr gesnowballed. Ich habe 7 Kills. Ja. Lasst eine Lux auch niemals snowballen, weil sie fickt dann einfach alle. Weil meine Ult macht jetzt 600 Schaden. Mit der Passiven dann noch zusammen ist es dann ein bisschen mehr. Ein ganz kleines bisschen. Ja, ich muss jetzt mit richtig hartem Fokus auf mich rechnen. Aber dann kann ich leben. Oh, wie viel Schaden mein E einfach schon macht. Das ist auch fett. Lol. Okay. Die pingen um Hilfe, ist kein Problem. Wir sind alle unterwegs. Shut down. Für den Slow einfach nur gerade. Ach, ich muss hier weg.
Irgendwer hat den Schild oder so gegeben. Das ist auch gut. Ah, da war noch getroffen. Okay, muss ich aber auch mal langsam zurück. Läuft. Die Runde läuft dermaßen gut. Ja. Jetzt habe ich Lodens Echo. Noch mehr Snowball-Potenzial für mich. Wow, sogar noch ein Tower bekommt da unten. Ja. Mitte auch bisher ein Tower gepusht, ist auch voll okay. Die sind da schon beim Inhib Tower. Auch sehr, sehr gut. Ja, so muss eine Runde laufen. Ich habe jetzt gedacht, ich wollte eigentlich vorher der Runde noch ein bisschen spielen, damit ich in die Übung komme und dann halt ein bisschen besser spielen kann. Und ich habe Angst gehabt, dass ich jetzt teilweise verkacke, weil halt First Match of the Day. Aber jetzt war alles umsonst, meine Bedenken. Ja, ja, ich weiß, dass ich hier hin muss. Banish the Shadows. Komm, ist okay. Okay. Ich glaube, ich habe meine Ult-Taste. Die Ori braucht sie. Ich habe gedacht, ich treffe den beim Q auch noch. Aber das war dann wohl nicht so schlau. Muss aufpassen, ich vergesse manchmal, dass ich doch noch fishy bin. Also, man kann mich halt trotz alledem zerdrücken wie so ein Marshmallow. Aber hey. Ach, ich habe glaube ich nicht getroffen, sonst hätte man glaube ich noch Lunds Echo gehört. Soll ich weiter? Ja, ich will halt Geld haben. Komm, Wayne, tu was. Okay, jetzt ist aber schon wieder hier Ende, ne? Ich habe meine Ult gleich. Einfach mal reinschießen. Oh, wo laufe ich denn hin? Ha. Vorsichtig, vorsichtig, mein Kindchen. Die kommen, die ganzen bösen Buben da. Ich überlege, was ich jetzt kaufen soll. Ich könnte mir... Wayne, ich bin jetzt gerade weg, glaube ich. Ich könnte mir Homeguard-Boots kaufen, oder? Ja, ich weiß nicht. Ja, okay, doch. Bin ich gleich schneller wieder da auf der Lane. Ist besser. Als nächstes Drake Baron Finish. Ist eigentlich eine gute Idee, nur Baron ist halt so eine Sache. Da muss man jetzt mal abwarten, weil dadurch kann ein Game gethrowt werden. Beziehungsweise jetzt ist es glaube ich schon sehr schwer für die noch zu throwen, aber wenn man halt den Baron verkackt, im Sinne von, die kriegen dann das übelst krasse Teammatch hin. Also Teammatch im Sinne von Gewinnen. Der Rumble läuft auch auf jeden Fall. Jetzt komme ich auch mal nochmal nach unten. Gut, wenn alle tot sind, könnten wir echt Gold Baron machen. Baron Finish eventuell sogar. Muss man dann halt schauen, ob man schon finishen kann. Okay. Ich komme mal von hinten. Ach was, da unten ist der Shaco schon. Okay. Ich will auch an den Tower mithelfen. Ja. Ganz knapp hier. Aber mit der Macht der Liebe schaffen wir alles. Vorsicht, da ist irgendwo das Teil. Der Slow ist auch schon hart. Wow. Also der Grace, man merkt, dass er nichts abbekommen hat, also hat er nicht viel jetzt auch. Hat das hier alle mal schön von mir. Das sollte schon gut sein. So. Ich hab nichts gesehen, deswegen hab ich es einfach mal. Deswegen hatte ich wild reingeschossen. Ohne Plan und so dahinter. Ah, ganz knapp nicht gereicht. Wahrscheinlich eine Auto-Attack mit der passenden noch. Aber, hey. Minions sind jetzt da. Alles dran. Ah, scheiße. Kack, Minion-Block. Aber okay. Ich habe kein Mana. Wir sollten zurückgehen. Vorsichtig, Kinder. Hallo, ich habe kein Mana, ich kann nicht kämpfen. Ich meine, ich habe noch kein Needlessly, aber ist okay. Ich gehe trotzdem jetzt erstmal back, obwohl. Ah, das ist so schwierig. Oh, da sind die alle ausgewichen, aber ist ja nicht so tragisch.
Noch ein Turret. Achso, jetzt habe ich gleich den Needless Lee, okay. Ha! Bevor wir jetzt alle dahin gehen und ich kann hier gerade noch ein bisschen Minions essen. Okay. Ich muss aber kurz weg. Ich habe einfach nur 70 Mana, das geht einfach gar nicht. So. Einmal ein paar Sekunden warten. Okay. Nasus. Ja. Ach, dann gehe ich da mal hin. Vielleicht habe ich schon Nasus. Ich weiß es nicht. Ich kann es echt nicht sagen. Es ist eine schwierige Situation. Ich meine, es ist ein Nasus. Immer noch, ja. Aber keine Ahnung. Es ist ein Nasus. Und ich bin eine Lux, die übelst gefeedet ist. Es ist alles drin, sage ich so. Erstmal den Slow verkacken, ja. So muss es laufen. Den Stun. Meine Ult wurde abgebrochen, verdammt. Die Shyvana, die ich weiß auch nicht, was das gerade war von der. Die ich mir hier bis dann jetzt. Shyvana, please. Warte mal. Wieso hat die sich das Counter-Gang? Jungle-Item Gold, das kauft man sich doch nicht. Oh mein Gott, das kauft man sich doch einfach nicht. WTF. Oh Gott. Ich meine, ansonsten sind die Items ganz okay. Halt ziemlich tanky. Aber man braucht doch nicht das Counter-Jungle-Item. Das braucht man einfach nicht. Es ist einfach so. Weil das ist einfach viel zu schwach im Vergleich zu allen anderen. Weil ich meine, ich mag sogar das Sustain-Item nicht so sehr. Aber selbst das ist noch viel besser als das Counter-Jungle-Item. Weil Sustain kannst du einfach dann, wenn du irgendwie fast tot bist oder so, einfach einmal durch den Jungle laufen, Sustain einsetzen und kurz weglaufen oder so, wie auch immer. Egal. So, ich hab Ult und alles. Alles ab. Mein erster Tod war das gerade. WTF. Was eine OP-Runde. Lux Feet of Doom. Ja, der Nasus ist halt mein Spiel. Hat der ein Banshee's Veil? Was sagt das? Hab ich mich doch nicht verguckt. Okay. Der Slow ist ja nicht so tragisch. Mit dem kann man noch umgehen. Und es macht so viel Schaden. Wäre er reingelaufen, wäre er tot, sagen wir es so. Ich meine, er hat seine Ult noch und so. Niemanden getroffen damit, leider. Ah, das macht total. Wow. Wow, warte mal. Wo? Unten oder was war das gerade? Ich meine, die können schlecht viel Split pushen. Wir sind hier echt mit aller Mann und. Ficken das schon hart. Ach, der will tanken. Okay. Oh mein Gott, der Checko. Einfach mal noch. Oh mein Gott, ich hab ihn noch bekommen. WTF. Okay. Nice. Aber jetzt muss ich erstmal weg. Oh. Der Nasus ist halt echt ein Problem, weil er ist ziemlich fett und man kommt einfach nicht gegen ihn an. So, ich kann mir jetzt noch einen kleinen Stab kaufen. Und ja. In dem Tower haben wir. In dem haben wir vielleicht auch. Nur Graves kann gerade beschützen. Nasus ist top und interessiert sich irgendwie kaum um seine Base. Ja, Shyvana ist okay. Ach so, deswegen hat sie es geschrieben. Okay, das ergibt sogar Sinn. Aber irgendwie verhau ich die ganze Zeit meine Ult, ne? Das ist nicht so Spaß. Hätte ich jemanden getroffen, hätte ich geultet. Ja. Vermutlich. Ich hab noch nicht mal Rabanus und ich mach schon den Überschaden. Insofern ich niemanden stunne, will ich nicht ulten, weil das echt eine Verschwendung ist. Ja. Einfach mal den Inhib angreifen. Insofern wir den haben, ist auch okay. Oha. Nice. Gut,
Und wir brauchen den Indep auf jeden Fall. Komm. Okay. Jetzt der Nasusa, der ist halt okay gegen alle, wahrscheinlich auch eher machtlos, aber sein Menschen Fail auch einfach, weil das auch nicht gut ist. Hier. Hier. Sehr gut. Die Ace haben wir sogar. Ach, die haben aufgegeben. Okay. Richtig geile Runde. War mega gut. Wow. Wow, wow, wow. Ziemlich nice, muss ich echt mal sagen. Okay. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat die Runde gefallen. Sie war wirklich gut. Muss ich ja schon mal zugeben jetzt. Und wie sieht es bei unserem Level mit dem Champion aus? Weil ich bin fast Level 5. Okay, gut. Dann bis zum nächsten Mal. Bye.